Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Tipps. Ja, lang ist es her. Ich habe zwischendurch einiges gemacht und jetzt ist es endlich wieder soweit mit einer etwas kürzeren Folge, weil ich sehr viel an der Server-App weiterbaue. Wie man gerade auch sieht, habe ich Shader an. Da ist nämlich ein bisschen was mit Wolken hier passiert. Und ich wollte einfach nur ganz kurz ein Tutorial raushauen, damit ihr nicht irgendwie enttäuscht seid, wenn ich jetzt gerade was angekündigt habe mit 2.0 und so weiter und dann nichts kommt. Heißt also, ich werde das Tutorial hier kurz halten und dann konzentriere ich mich weiter auf die Server-Map. Denn ich habe schon einiges wieder geplant und das muss auch noch alles vorbereitet werden. Aber egal, das werdet ihr alles noch in späteren Videos erfahren. Vielleicht mache ich auch noch ein Infovideo. Auf jeden Fall widmen wir uns erstmal den Tutorial hier. Und zwar habe ich hier nur zwei Command-Blöcke. Das ist alles, was man braucht. Das hier ist halt eine ganz normale Redstone-Clock. Das sollte jeder eigentlich schon gesehen haben. Und ja, als erstes wird der Command hier ausgeführt. Und zwar ist es einfach nur ein Execute-Command, der von jedem Prime TNT ein Fireworks Rocket Entity spawnt. Das hat ganz viele Werte da hinten dran. Die habe ich alle schon in der Beschreibung verlinkt. Also könnt ihr euch dann anschauen, die Befehle, weil die zu lang sind. Der wird als erstes ausgeführt. Also spawnt bei jedem Prime TNT, was noch ganz kurz da ist. Also wirklich direkt danach da ist ein Firework. Und danach wird das einfach von diesem Fireworks Entity gekillt. Also nochmal Execute Command von der Firework aus. Das killt dann einfach das Prime TNT im Radius von 1 und das Ganze sieht dann einfach so aus. Es gibt einfach eine direkte Explosion und das sieht eigentlich relativ cool aus. Damit kann erstens kein Schaden mehr angerichtet werden durch das TNT, was explodiert, und zweitens sieht es viel cooler aus mit der Explosion. Das kann man auch selbst alles variieren mit den Farben. Ich weiß nicht, ob ich dazu noch ein Tutorial mache mit den ganzen Farbcodes und sowas, aber das wird man alles noch sehen. Auf jeden Fall war es das hier schon. Einfach die Commands in der Beschreibung und viel Spaß damit auf den Servern. Ja, das war's dann mit dem Tutorial und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.